So, meine Freunde. Jetzt habe ich gerade einen Anruf bekommen von unten von der Rezeption. Ein GLE 63 ist reingekommen. Von, lass mal das Kennzeichen sehen. Von Saudi-Arabien. Das Kennzeichen ist auch nicht schlecht, eine 33. Also wird auch nicht ganz günstig sein. Das Kennzeichen kostet wahrscheinlich fünfmal so viel wie das Auto. Und der bekommt eine Stage 2. Und dann gehen wir jetzt mal auf den Prüfstand, messen das Ding in Serie. Dann zeige ich euch auch, wie das funktioniert mit dem Auslesen und auch, wie ich nachher die Software schreibe. Seht ihr alles? Also dranbleiben, weil es wird interessant. Ja, ja, now they wanna act like they know me. Nah, bitch, I don't wanna be your homie. Fuck about my bitch, all that bullshit. I just got facts in the West, cause life is really good by the ocean. And you know that I learned from my mistakes. I've been living life, just taking it all day. So, Kinas, haben wir die Seriensoftware gemessen. Ich habe natürlich vorher die Hardware schon einbauen lassen. Der Kunde wollte am Anfang eine Stufe 2, das heißt Downpipes und Software, aber dann hat sich doch umentschlossen und hat gesagt, okay, er möchte mindestens 800 PS. Dann hat er jetzt noch andere Turbolader bekommen, Methanol-Einspritzung, offene Filter. Und trotz der Serien-Software, also selbst ich habe immer so gedacht, dass wenn Serien-Software drin ist und man Hardware verbaut, dass da eigentlich nicht viel dazukommt, weil die Software das limitiert. Ja? In dem Fall jetzt bei dem Auto sieht es ziemlich gut aus. Wir haben jetzt mit der Serien-Software schon 655 PS und 920 Newtonmeter. Ja, ja, die Hardware ist jetzt von uns drin schon. Und jetzt zeige ich euch, wie ich die Software auslese, wie ich die Software schreibe. Und dann denke ich mal, dass wir so ein gute 800, 820 PS dann zum Schluss haben werden. Also, schauen wir mal. So, zum Auslesen der Software brauchen wir klar einen Laptop und Programmiergerät. Die Software selber liest man natürlich über einen OBD-Stecker aus, das heißt einfach ans Auto anschließen. Das Update kam, glaube ich, so vor 3 Monaten jetzt raus. Das erspart uns sehr viel Zeit und Arbeit, weil es sehr mühsam war, die Steuergeräte da vorher aufzumachen, weil die nicht über OBD gingen. Ja, man sieht es nicht, weil sonst hat man immer ein bisschen gesehen am Steuergerät, dass da jemand gehebelt hat. Ich benutze natürlich den Autotuner, weil für mich ist das momentan das geilste Programmiergerät. Noch nie so ein benutzerfreundliches Design gesehen. Ja? Das werdet ihr gleich selber sehen. So, dann wählen wir das Auto aus. GLE. So, kann man hier ganz normal identifizieren. Zack. Der sagt jetzt hier, okay, das ist die Hardware, die Kalibrationsnummer und alles. Die Software sagt, okay, diese Originalsoftware hat auch einen Server drauf, weil diese Motorsteuergeräte kann man nicht auslesen über OBD, sondern da wird nur der Softwarestand abgefragt. Und wenn der online ist, bei denen, wo das Tool herstellen, dann liest man den praktisch vom Server runter. Man sieht es auch hier in Virtual Read, das heißt, es wird nicht das gelesen, was im Motorsteuergerät drin steht, sondern es wird abgeglichen die Softwarenummer und dann liest er mir jetzt den Originaldatenstand vom Server aus. So, jetzt speichere ich den. So, dass ich das runterladen vom Server, zack, schon runtergeladen, fertig. Und jetzt geht es nämlich ums Eingemachte. Jetzt muss man nämlich die Software bearbeiten. Aber dazu gehe ich jetzt mal auf mein Tischle. Also hier kann ich euch jetzt zum Beispiel sagen, das hier ist Zündwinkel alles. Ja. Durch das, dass wir jetzt natürlich Methanol fahren, fahren wir einen ganz anderen Zündwinkel. Wie ihr seht, fährt das Auto in Serie unter hoher Last. 10 Grad, 11 Grad oberum. Wir fahren jetzt 23 Grad, das kann er mit Methanol, ja, das ist kein Problem. Hier haben wir das Kennfeld für die Ansteuerung von dem Lüfter. Den Lüfter lassen wir auch 80% laufen, schon bei niedriger Temperatur, gerade dass die Kühlung da ist für die heißen Länder. Das ist ganz wichtig, dieses kleine Kennfeld. Das ist eine Überwachung vom Motormoment, wie viel der praktisch zwischen soll und ist abweichen darf, damit das Auto einen Fehler schmeißt. Das heißt, ich habe es hier auf FF bzw. 255 gesetzt. Somit ist praktisch das deaktiviert. Das heißt, wenn ich dem ein Sollmoment vorgebe und der sollte etwas überschwingen, drüber gehen, dann geht das Auto nicht in Notlauf, sondern akzeptiert es. So, das ist die Cut-Überwachung hier. Das sind die Temperaturen, ab wann der anfängt zu überwachen und bis wann. Das heißt, früher stand hier so eine Zahl. Das bedeutet, das ist irgendwie eine geringe Temperatur, dass er sagt, okay, ab 300 oder 400 Grad, das müsste ich jetzt umrechnen, aber das könnte ich euch auch sagen, fängt der Cut die Überwachung an
Und hier ist praktisch bis wohin, bis zu welcher Temperatur er überwacht. Das heißt, ein Cut wird nie überwacht unter Volllast, weil der ist dann immer aus. So, und wenn man die natürlich hier auf 0 setzt, das heißt bis maximale Temperatur auf 0, das heißt, er fängt dann erst gar nicht an zu überwachen. So mache ich jetzt hier in dem Fall den Cut aus. Drehungenbegrenzung im ersten Gang, das hier. Ja, dann habe ich da noch ein paar Sachen. Das ist Modellreferenzzündwinkel und hier habe ich meine Füllungsbegrenzung, habe ich euch glaube ich schon mal gezeigt in Instagram. Füllungsbegrenzung über Temperatur, genau. Ja, jetzt mache ich da noch ein bisschen, ein paar Änderungen und dann spielen wir das drauf und dann gucken wir, was rauskommt. So where the hell does summer go? I swear all the ice is melted in my lemonade. And the sky above a perfect shade of indigo. One more time before you go, I had to serenade. But this ain't no love song, gotta put the stunt on. Chief and beef are loaded, show is in and out. So, fertig sind wir. Softface drauf, wir haben gemessen das Ding, ja. Ihr wisst, Serie hat das Auto 585. Wir haben dann die Komponenten verbaut, dann hatten wir 655 mit Originalsoftware. Jetzt habe ich die Software gewechselt und wir haben 826 PS und 1200 Newtonmeter. Das heißt, zuvor 170 PS mehr und 300 Newtonmeter mehr, ja, zu diesen 655, wo nur die Hardware verbaut war. Also ihr seht selber, Software ist das Wichtigste am ganzen Auto, egal was man verbaut. Also. Keep my head straight. Invest in music, that's what matters.